Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Thomas. Wir mussten es ein zweites Mal aufnehmen. Ah, das wird noch besser jetzt. Wird das noch besser jetzt? Ja, sicher. Es gibt ja diesen Spruch, wann hast du etwas zum letzten Mal, zum ersten Mal gemacht? Zum letzten Mal, zum ersten Mal. Also das ist ja etwas, was man ab und zu mal liest. Ich habe gedacht, wir könnten heute über Dinge reden, die wir zum letzten Mal gemacht haben oder nicht mehr machen müssen, wollen, können oder einfach nicht mehr tun. Aber vorher möchte ich noch sagen, was ich zum letzten Mal, zum ersten Mal gemacht habe. Und zwar habe ich kürzlich so Pizzadom, wie sagt man, gegessen. Also es ist so eine, wie so eine Käseglocke, also aus Ton, wo man unten auf jeder Seite so einen kleinen, Ein ja, Schub halt oder Einschub was, ne? hat, wo man eine kleine Pizza selber belegen kann und reinlegen kann für sich. Also wie so ein Raclette-Ofen, einfach für Pizza. Ähnlich. Und Müsst ihr war googeln. lecker. War lecker, war ziemlich cool, weil du konntest sie da selber belegen und dann, ja, ist es so wie beim Raclette, dass es ein bisschen gemütlich ist und du kannst da so. Geht relativ lange natürlich, weil jeder da ein bisschen für sich kocht. Du. Und das Ding bleibt die ganze Zeit heiß oder Das ist da so bleibt. eine Heizspirale drin? Ne, es ist eine Heizspirale drin. Also es ist nicht Okay, irgendwie ich dachte, das das. wäre so richtig kochend heiß wie so ein, wie heißt das, Steak, wie heißt das, auf Stein, Stein. ne? Nee, der wird da Ja, hat eine also. Heißschlange drin und wird geheizt. Und es Okay, sieht ach so. wahrscheinlich, könnte es außen auch anders aussehen, aber sieht so ein bisschen aus wie ein Pizzaofen außen, so aus Ton. Wie so Raclette, nur halt für Genau. Pizza, ne? Im Prinzip, ne? Okay. Und ist das ein Ding, was du anschaffen würdest, Nee, damit du nicht zum letzten Mal machst? ist viel zu groß. Also das braucht Okay. so viel Platz, das müsste man fast jeden Tag machen, dass sich das lohnt. Und alleine macht es auch keiner, ne? Das ist einfach Nee, so ein das ist ein Gesellschaftsding, ne? Gesellschaftsding, das sowieso. Okay, ja. Ja, ich weiß nicht, was ich zum letzten Mal irgendwann, nee, zum letzten Mal, zum ersten Mal gemacht habe. Boah. Ich habe irgendwann, weiß nicht mal für einen Tag irgendwo hingeflogen. Ich weiß nicht, ob ich Ui. das noch so oft machen würde, aber ich fand es irgendwie cool, mal für einen Tag nach London oder sowas. Also jetzt vor Corona-Gedöns. Aber so, das war früher immer so ein Traum von mir, ne? Ja, wenn du so viel Geld verdienst, dass du einmal im Monat einfach so spontan irgendwo hinfliegen kannst, ne? Und irgendwie Ryanair sowas, ne, für, keine Ahnung, 29 Euro hin und zurück. Ne? Das ist ja wie Busfahren nach Köln, das ist ja nach Köln fahren wäre dann teurer. Ne? Dann sage ich, oh, mach mal einfach. Also da, das finde ich eigentlich cool. Ganz ehrlich, also jetzt mal CO2 und sonst was alles weggelassen, aber nee, dann bist du so offen und erlebst einfach einen tollen Tag. Habe ich auch mal mit den Kindern auch mal nach Berlin gemacht. Einfach mal, weil sie noch nie da waren. Ne, auch für morgens um 5 Uhr irgendwas da am Flugsteig stehen und dann mal nach Berlin geflogen. Ja, das habe ich vor sehr langer Zeit mal gemacht, nach London auch, aber es ist dann halt einfach sehr stressig, weil du sehr früh gehen musst und sehr spät wieder zurückkommst. Ja. Aber das hatten wir auch bei der Arbeit. Also als ich für Johnson & Johnson gearbeitet habe, bin ich mal einen Tag nach Düsseldorf für eine Sitzung, eine größere, morgens hin, abends zurück. Ja, macht man heute auch nicht mehr, ne? Nee, das ist heute gestrichen, das ist klar. Also solche Sachen sind eh weg. Also ich würde eh nicht mehr weit fliegen heute. Das habe ich mir auch irgendwie geschworen, weil es einfach zu anstrengend ist und zu unnötig, weil wir hier ja, das haben wir letztes Mal schon besprochen, dass es einfach Dinge gibt, die kann man auch sehr gut in der Region machen. Eigentlich wollte man über Dinge reden, die man zum letzten Mal tut, ne? Und Stimmt. dann kam dann die Frage, ne, zum letzten Mal tun und wissen, dass es das letzte Mal ist, oder nicht wissen, dass es das letzte Mal war. Finde ich auch ein interessanter Aspekt. Was weiß ich. Ja, man Was würde fällt mir es da noch? wahrscheinlich genießen, wenn man wüsste, es ist das letzte Mal. Aber es kann ja sein, dass man es macht und kurze Zeit später hat man eben entweder aus gesundheitlichen Gründen oder wenn man jetzt vielleicht geht das Auto kaputt und man sagt jetzt gut, dann kaufe ich mir kein neues mehr, dass man das Oder du gar machst nicht. einen Fallschirmsprung oder was hast du erzählt, ne? Stimmt, ich habe ja bin einmal Fallschirm gesprungen für einen militärischen Vorkurs und da habe ich vier Sprünge gemacht und zweimal habe ich gekotzt. Und da habe ich Ja, das dann nicht mehr ist das gemacht. super erstrebenswert, das jetzt nur noch machst.
Ja, das Gleiche war dann nachher mit Gleitschirmfliegen. Das habe ich etwa vor 3 Jahren mal ausprobiert. Und das ging dann, ja, war jetzt nicht so spektakulär. Und mit 20 habe ich mal Bungee-Jumpen einfach ausprobiert, weil das damals aufgekommen ist. Aber das sind eben Dinge, die man einfach abhaken kann, weil man es erreicht, erlebt oder ausprobiert hat. Das gibt es natürlich schon, dass man das dann nicht mehr macht, weil man es einfach einmalig ausprobieren wollte. Und es nicht so viel Spaß macht, dass das jetzt ein neues Hobby wird. Ja, was mir noch einfällt, was man zum letzten Mal macht, was dann wahrscheinlich auch nachhaltig in Erinnerung bleibt, sich von Verwandten oder von Freunden, sag mal, die verabschieden, zu wissen, dass vielleicht das letzte Mal war. Ich habe das hier bei einer Bekannten von meiner Mutter in Neuseeland, da dachte ich beim vorletzten Mal, ups, dem geht es aber gar nicht gut, den sehe ich vielleicht zum letzten Mal oder kann zum letzten Mal mit ihm reden. Das finde ich auch irgendwie ja, traurig oder so. Gut, beim letzten Mal hat er dann doch noch gelebt, aber danach halt nicht mehr. Ja, finde ich irgendwie, also wenn Freunde sterben oder diese, man sagt dann immer, die Einschläge kommen näher, wenn so langsam die Zeit kommt, wo man sich von Leuten verabschieden muss. Ne? Und dann das letzte Mal, also ich weiß genau, als mein Vater gestorben ist, meine Oma und mein Opa, das habe ich quasi erlebt, das weiß ich noch genau, was ich als letztes mit denen gesprochen habe. Das ist dann in Erinnerung geblieben. Und ja, ich weiß nicht, ob das bei so jeder Konversation so ist, wenn man jemanden besucht, ob das dann da so hängen bleibt, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber das, wenn man das letzte Mal tut, finde ich ja schon irgendwie, boah, so ein Schauer über den Rücken so ein bisschen. Ja, wenn man es vor allem nicht weiß. Also eigentlich sollte man sowieso jedem so begegnen, als wäre es das letzte Mal oder einfach nicht mit negativen Gefühlen oder schlechter Stimmung auseinandergehen, weil man dann nicht weiß, weil sonst hat man das nachher das Leben lang ein schlechtes Gewissen oder ein negatives Gefühl im Kopf. Ja, wäre blöd, ne? Das wäre blöd, ja. Ja, oder mit Kollegen, ne? Also oder als Stichwort arbeiten gehen, ne? Da wüsste ich jetzt nicht, ob ich jetzt noch mal so einen Fulltime-Job jemals noch mal machen würde. Ja, höchstens für kurze Zeit, wenn der Job interessant wäre und die Entlöhnung stimmen würde, dann würde ich das vielleicht schon machen, aber nur so Stimmt, du vielleicht. bist ja käuflich, ne? Ich bin käuflich, sag mir mal, ja. Kommt auf den Job drauf an. Ja, aber nee. Aber ich weiß nicht, ob das dann das Entscheidende wäre. Ich bin ja so ein Freund von Gegengeschäften oder sowas. Ne? Also die Bezahlung muss nicht unbedingt sein. Klar, wenn das irgendwie, ja, klar sage ich auch nicht Nein zu Geld. Aber irgendwie finde ich es interessanter, dass wenn man so ein Adäquat. Ne? Was, Ja. ich hab mal probiert, irgendwie Porträts zu machen und im Gegenzug ein Wochenende einen Wagen auszuleihen. Aber es hat irgendwie nicht geklappt. Ein Auto ist wahrscheinlich doch irgendwas Hochheiliges, ne, was man so nicht abgeben will. Aber das fände ich zum Beispiel irgendwie so als Idee irgendwie so cool, dass man dann was Neues machen muss. Ne? Also weil du vorhin sagtest, ne, weil man hat letztes Mal wieder was Neues getan oder zum ersten Mal getan. Ne? Das wäre sozusagen jedes Mal eine andere Situation. Ich könnte ja, ne, hier zu Six gehen und mir einen Wagen mieten oder ich könnte da mal so eine Kooperation mit irgendjemandem eingehen. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter, würde mir aber Geld sparen und ich könnte die Gegenleistung irgendwie anders machen. Das Büro fotografieren oder ich weiß nicht was. Ne? Ja, du könntest ja sagen, wenn du jetzt niemanden findest, der dir ein Auto ausleiht, dass du halt sagst, gut, ich brauche 250 Euro für dieses Sixt-Auto, ich arbeite einfach so lange, bis ich das verdient habe, dann ist es ja wenigstens halbwegs verdient. Stimmt. Aber es wäre schon ideal, wenn du so ein Gegengeschäft machen könntest, das mache ich auch gerne. Also nicht direkt ein Gegengeschäft, aber wenn ich jetzt etwas brauche und weiß, gut, jetzt gehe ich für das gezielt arbeiten oder der nächste Lohn im Wertstoffhof nutze ich für das. Oder ich verkaufe etwas und kaufe dann für den gleichen Preis, den ich erzielt habe, was Neues. Dann hat das eine andere Bedeutung, als wenn ich einfach sowas kaufe ohne Hintergrund. Das hatte ich auch so. Ich habe meinen ersten Radiorekorder. Ach, gibt es ja auch nicht mehr. Kennst du noch die Dinger, wo man so eine Kassette reintun musste und ein Radio war? Es Natürlich. hieß Radiorekorder. Da habe ich Erdbeer pflücken, bin ich dafür gegangen. Heilige Scheiße. Ja, mach ich auch nie wieder. Erdbeer pflücken. Da liegst du auf dem Bauch von irgendeinem so Rollding da. Boah, das ist die Hölle. Ja, Aber eine Woche, da war das Ding durch. aber das Ding hat dann einen höheren Wert und du wirst dich immer daran Natürlich. erinnern, dass du das erarbeitet hast. Ja, das kannst du.
ist schon kurios, ne? Ja, und Audio Kassetten, Videokassetten, DVDs, das ist alles halt von der Technik zum Opfer gefallen. Das gleiche wie CDs. Also früher hat man Songs runtergeladen, ein Ja, Song, Kazaa und diese Dinger, ne? ja, ein Song etwa 10 Minuten Downloadzeit, ein Album eine Stunde und dann hast du es auf eine CD gebrannt, die 10 € gekostet hat und jede fünfte ist verbrannt. War Das schon macht scheiße, man auch nicht mehr, ja. Aber die Porno-Ecke in der Videothek, ne? Sich heimlich reingeschlichen. Ja, Videotheken grundsätzlich, das gibt's alles. Ja, Das ist stimmt. schon, also das Ja. macht man alles nicht mehr. Oder Fernsehzeitschrift nutzt man, also nutze ich auch nicht mehr. Also ich gucke entweder online oder es gibt diesen Guide auf dem Fernseher, wo du drücken kannst und dann siehst du das Fernsehprogramm sofort. Ach, da bin ich nostalgiker. Ja. Ich habe das noch abonniert, aber die haben immer so unverschämt gute Angebote. Ich glaube, das Abo kostet irgendwie 60 € oder sowas und die legen dann Gutschein von Amazon für 40 € dabei. Dann, ja, ich weiß, das ist irrational, aber ich habe die Lustig, Diplomarbeit ja. über diese Zeitschrift geschrieben und ja, wahrscheinlich ist das, ja, bin ich nicht zu retten in der Beziehung. Ja, es gibt Dinge, da gibst du kein Geld aus, sparst du, oder ja. dann gibt es Sachen, wo du dann Geld Ja. ausgibst, was nicht so, also für mich jetzt überhaupt keinen Sinn macht, aber es ist natürlich sehr individuell. Ja. Du schneidest dir auch die Haare selber. Naja. Schneiden, ich lasse das die Klingel drüber gleiten. Ja, Jawohl, zum natürlich ich Friseur auch. gehen tue ich auch nicht mehr. Friseur gehe ich auch schon lange nicht mehr. Das habe ich mir auch abgewöhnt. Also aus zwei Gründen. Einerseits Kostenfaktor und Zeitfaktor. Ich kann mir am Sonntagmorgen um 6 Uhr die Haare schneiden, wenn ich Lust habe. Muss keinen Ja, Termin und dich abmachen. quatscht auch keiner voll, ne? Boah, Das sag mal, ein stimmt, ja. Grausam, diese Friseure oder diese, die wollen einem immer das Ohr abquatschen. Ja, das ist halt so Nee. Smalltalk in Höchstform, ja. Ja. Aber, naja, egal. Das ist vorbei. Und ja, genau wie, was weiß ich, Hörer auflegen, ne? Die ganzen Techniksachen, ne? Also die Bezeichnung, ne? Ich lege jetzt mal auf, ne? Was sagt man eigentlich heute? Sagt man das immer noch oder ist das einfach nur. Ja doch, das musst du ja irgendwie sagen. Du hängst ja, jemand muss ja auflegen. Also Ich auflegen ist lege ja, auf, ne? Das sagt man immer noch, ist ja. ja, ne? Komisch, ne? Ja, wie willst du es sonst sagen? Ich breche Ich beende ab, das ich Gespräch, beende das ja. Gespräch, ja, natürlich. Ist das nicht in Amerika so, dass die einfach auflegen, sagen Tschüss und dann tack weg, ohne Zack? Weiß ich Ja. nicht. Na egal. Ich werde auch keine Autoräder mehr wechseln, weil ich kein Auto mehr besitzen werde. Ich habe da auch, wie beim Friseur, habe ich dasselbe gemacht. Die Winterräder, Sommerräder hat auch sehr gut funktioniert. Muss ich Ist ja nicht auch kein mehr. Ding, ne? Ja, man muss es aber trotzdem mal sich also zu trauen, das zu tun und mal gucken, wie geht das. Und also schwierig ist das überhaupt nicht. Aber es ist bei vielen Dingen, da Hände gibt es dreckig machen. Hände dreckig machen. Das mögen die Leute nicht. Ah, ich mache das gern. Also das ist ja wirklich Pille-Palle. Also Ja. da. Gut, beim Dienstwagen, da war mir das egal. Ja, klar. Aber so auch Dinge, die man zum letzten Mal, ich weiß nicht, ich hatte einmal einen geplatzten Reifen. Also da, das, ja, jetzt habe ich kein Auto mehr. Also da war es wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich irgendwann mal einen Reifen gewechselt. Aber so richtig, also jetzt einen Notfall gehabt. Wünscht man sich ja auch so nicht, ne? Solange keiner verletzt ist, geht's ja. Also ich hatte Ja. mal kein Benzin auf der Autobahn von München zurück. War auch lustig, da hat es Wie, war die Benzinlampe angezeigt. kaputt oder also? Nee, dann zeigt er an, ja, du kannst noch, also Benzin ist alle, eine Lampe. Da wusste ich jeweils, konnte ich noch etwa 50 Kilometer fahren. Ich wusste natürlich nicht, Oh je. dass das mit 160 nicht mehr so ist. Und Lernkurve. hab dann gedacht, ja, da kommt sicher irgendwann eine Tankstelle. In der Schweiz gibt es da viele Tankstellen auf der Autobahn. Und Okay. dann plötzlich war der Tank leer. Da bin ich noch gerollt bis zur nächsten Notrufsäule und Ach, da hast du noch Glück habe gehabt. dann angerufen, hat die Dame abgenommen und ich gesagt, ja, ich glaube, ich habe kein Benzin mehr, war das peinlich. Dann kam einer vom ADAC und dann hat er mir 5 Liter für etwas 7 € oder so verkauft, also fast Das geht nichts. doch. Ja, Oh natürlich, in der ja. Schweiz, ich habe gedacht, es kostet ein Vermögen. In der Schweiz hättest du noch eine Buße gekriegt, was weiß ich. Dann habe ich dem Und das 20 Euro, Gelächter. ja, habe ich dem 20 € in die Hand gedrückt und gesagt, vielen Dank und tschüss. Ja.
Ja, Ja, Gott, dann braucht man ja fast nicht an die Tankstelle fahren, ne? So günstig. genau, könnte man eigentlich einfach warten. Geschäftsmodell. Nee, 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 nee. Aber so, ja, was die Sachen, die man nicht mehr macht, was ja, Trampen oder sowas oder bis zum Morgengrauen durchmachen. Ich Ja, weiß nicht, ob das natürlich, das jetzt. ist altersbedingt oder auch irgendwie interessenbedingt. Das ist, also früher war das irgendwie, hat man das Gefühl gehabt, je länger man aufbleiben kann, umso besser. Oder umso besser wird der Abend, umso später. Aber heute habe ich das Gefühl, du, ich bin froh, wenn ich früh ins Bett kann und nicht mehr irgendwo teilnehmen muss. Aber es ist schon komisch, dass man echt nachdenken muss, was das letzte Mal war. Ne? Also als dass man ja, was nicht, also die ersten Male, ne, die kommen ja sofort in den Sinn. Ne? Was das, ne, die Zeit zwischen 10 und 30, sage ich jetzt mal, da gibt es so viele erste Male, ne? Was Einschulung, Sex, Studium, Job, Auszug vom Elternhaus, Umzüge oder zur Bundeswehr gehen oder was gibt es da noch alles? Das bleibt echt gut gespeichert. Ne? Aber was danach kommt, dann, ja, dann wird das irgendwie weniger. Ja, vielleicht weißt du ja gar nicht, dass das letzte Mal Sex das letzte Mal war. Ach so. Verflucht, danke. Da hätte es ein bisschen schöner sein können. Nein, Quatsch. Ja, das macht man ja so, ne? Beim Sex sterben oder sowas. Ne? Stelle ich mir schön Nein, vor, nein. ja. Ja, für dich, aber nicht für den anderen. Ne? Das Also, dann wäre ja stimmt. wirklich, ja, Am schöne besten Scheiße. beide gleichzeitig. Oh ja. Auch ein Geschäftsmodell. Nein, Quatsch. Ja, aber man könnte natürlich jetzt in den Keller gehen und gucken, was da so rumsteht, zum Beispiel Skier, und denken, oh ja, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, und die dann weggeben und sagen, gut, das war's für Skifahren. Also ich habe das nicht so gemacht, aber ich fahre jetzt sicher seit 10 Jahren nicht mehr Ski. Einerseits klimabedingt, das ist zu teuer, es hat zu viele Leute und ich habe einfach keine Lust mehr, dahin zu gehen, obwohl ich Zeit genug hätte. Nee, glaube ich auch, dass irgendwie, ja. Ja, das ist so. Ja, klingt so ein bisschen wie Abhakliste oder sowas, ne? Ja, Das, also ja, ne? sich einfach aufs Also, Wesentliche beschränken und auch sich zugestehen, dass man etwas jetzt erledigt hat oder abhaken kann. Das ist ja nichts Schlechtes, dass man sich einfach entscheidet, wie ich mich entschieden habe, nicht mehr so viele Dinge zu besitzen und halt einfach minimalistischer zu leben und weniger Dinge zu tun, nicht überall dabei zu sein. Macht mich jetzt glücklicher als den ganzen Keller voll Sportgeräte haben, die ich sehr selten benötige. Die kann ich im Zweifelsfall auch mal mieten. Also was mir noch in den Sinn kam, war dieses Everybody's Darling sein. Ja. Das, ich glaube, das ist so ein ja, 50er, 60er oder 70er Jahre Generationen-Ding, die da aufgewachsen sind und man so erzogen wurde, dass man den Eltern gefallen, dass man den Nachbarn gefallen, dass man den Lehrern gefallen, dass man im Job angepasst ist oder in der Schule. Ne? Aber die heutige Generation ist da anders. Ne? Also ich habe, glaube ich, auch ewig gebraucht, um das irgendwie wieder abzuschalten. Also da, das, ja, das ist, weiß, ja, klar klingt das jetzt nett, aber ich glaube, es ist noch netter, wenn ich selber zufrieden bin, ne? Und nicht das, darauf achte, was die anderen von mir denken oder was ich dann tun sollte oder was auch immer. Also dass man das weniger macht, ne? Klar wünsche ich mir, dass wenn andere ja, das akzeptieren, was ich mache. Aber im Grunde kann es mir ja vollkommen egal sein. Ne? Ja, man wird halt einfach eigensinniger oder selbstbestimmter, was jetzt nicht Negatives ist. Also ich habe mir aufgeschrieben, ich werde keinen Anzug mehr tragen, gerade schon gar nicht, weil ich das einfach unnötig finde oder einfach nicht gerne mache. Und wenn ich zu einem Fest eingeladen werde, dann ja, kann ich mich entscheiden oder sage ich dem, der einlädt, willst du, dass ich glücklich bin oder willst du, dass ich schön angezogen komme? Oder dass ich einen Anzug trage, sag's mal so, weil schön angezogen heißt ja nicht zwingend ein Anzug, aber. Eben. Ich habe sogar Socken an. Ja. Ja. Ja, einen Anzug hatte ich letztens mal, also einen halben Anzug, ein Jackett zur Hochzeit meines Sohnes. Aber das fand ich okay. Aber ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo ich quasi in Anführungsstrichen verkleidet auf Messen rumgelaufen bin. Ja, Verkleidet.
Ja, du weißt, was ich meine. Ja, Also ich bin klar. jetzt privat, würde ich ja nie eine Krawatte tragen, gut, aber da, ja. Aber das hat dann am zweiten Tag dann auch schon aufgehört. Dann war ein Rolli dann, ne, weil das kratzt am Hals und der Knopf ist zu und uah, ne? Also, aber diese Casual-Geschichte, die hat sich auch ein bisschen durchgetragen. Also ich glaube, Anzüge sind halt heute auch nicht mehr überall Pflicht, sag ich mal. Also für mich schon gar nicht, weil die Krawatten, die ich da habe, stand schon mal ganz kurz vorm Wegwurf, aber ja, komm. Ja, ich wüsste jetzt auch gar nicht mehr wofür. Also da. Eben, was hindert dich daran, sie wegzugeben? Ja, ach, gar nichts. Also ich könnte auch eine nächste Kleiderstube oder sowas, ne, einfach da abgeben und gut ist, weil das ist sicher alles gute Qualität und wenn einer das, also so werde ich es wahrscheinlich machen, also wegschmeißen richtig, finde ich dann doch zu schade, aber da gibt es genügend, wer ist nicht, Kleider Sammelstellen, Austausch, weiß was, halt weiß, was ich meine. Könntest dir Mundschutz basteln, so von der Größe her? Eine Ja. Maske. Ja, nee, ich glaube, die sind zu klein. Die breiten Dinger habe ich nicht mehr, Dann diese ein Zehnerjahre. Bikini vielleicht. Ah, Mensch, jetzt werden wir noch voll kreativ hier mit Da Sachen, die wir gar nicht mehr machen wollen. gibt es halt den Spruch, früher hat man aus alten Bikinis Krawatten gemacht und nachher war es umgekehrt oder irgend sowas. Ach so, okay. Aber es ist schon länger Auch nicht her. schlecht. Kann mich nicht mehr genau erinnern. Ja, ich werde auch nicht mehr fotografieren, das ist für mich abgehakt. Also es gibt ja eben Dinge, die man schon zu Genüge gemacht hat, die hakt man irgendwie ab und die tut man nicht mehr, weil es Auch wenn es einfach, andere das erwarten, ja, das, natürlich verstehe ich das, dass man das von mir erwartet, aber ich habe einfach keine Lust oder keine Freude mehr dran. Also es ist, ich überlege mir auch ab und zu mal, wie ich das gemacht habe, dass ich so nahe an die Leute rangegangen bin, und die fotografiert habe, aus welchem Grund? So direkte in die Fresse in die gemachte Fresse. Ja, aber das war der Portos. Ehrgeiz, ne? Das war der Ehrgeiz, ja, die Ja. Herausforderung, ob das Wahrscheinlich möglich hast du das zum ist. ersten Mal noch nicht gemacht. Ja, Ne? natürlich, Dann, das war ne, einfach so, das auch was Neues tun. möglichst nahe ranzukommen, bis ich dann so nahe dran war, so auf Armlänge, und es dann nicht mehr interessant war und irgendwann gemerkt habe, ja, da geht ja die ganze Story verloren, man sieht nicht mehr, was die Person macht, wo sie ist, man sieht einfach nur noch einen Kopf und ein Gesicht und einen Gesichtsausdruck. Und das würde ich heute niemals mehr machen, hätte ich gar keine Motivation, das zu tun. Aber das war damals irgendwie interessant. Ja. Schon interessant, ne? Was jetzt alles so weggeht. Und wenn es noch Ja, so ein einschneidendsten wäre, wäre den Führerschein abgeben. Also zum letzten Mal Auto fahren oder was. Also, oder ein Fahrzeug führen. Das stelle ich mir auch noch recht gravierend vor, irgendwie. Also, alle anderen sagen ja, nee, ich nicht. Ne? Aber dann siehst du ja manchmal Leute, die gerade übers Lenkrad gucken können. Dann denkst du, boah, wäre schöner, wenn die von der Straße verschwinden würden. Aber die würden ja selber, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, ne, das freiwillig zu tun. Ich glaube, man muss ja auch nicht. Es sei denn, man macht Serienunfälle oder irgend sowas. oder man merkt selber, also ich hatte einen Fall, da war ich beim Umzug in diese Wohnung hier, da ist mir ein alter Mann hinten reingefahren an einer Baustelle, was mit Lichtsignal, der hat einfach zu spät reagiert. Und dann haben wir gemerkt, dass wir die gleiche Garage hatten, sind wieder hingefahren, und dann hat der Schlüssel hingelegt und gesagt, Sie müssen es nicht reparieren, ich höre auf, Auto zu fahren. Und da hatte ich kurz ein schlechtes Gewissen und gedacht, ich habe dem jetzt die Mobilität oder die Freiheit genommen. Also ich natürlich nicht direkt. Aber der hat dann realisiert, dass es einfach zu gefährlich wird. Und der hat wahrscheinlich gedacht, ich habe Glück gehabt, dass mir nichts passiert ist. Weil wenn das an einem, wenn das auf der Autobahn passiert, Blöd. kann es schon blöd kommen. Und das realisierst du wahrscheinlich nicht, bis du in so eine Situation kommst, wo du schnell reagieren musst und dein Gerade Körper, heute. ja, und dein Körper einfach nicht mehr so schnell reagieren kann. Aber ich denke, Nee, das wäre das. viele Mühe, aber mein Vater wahrscheinlich auch. Der musste wahrscheinlich zum Auto raustragen, weil er irgendwie, für ihn ist das Auto etwas vom Wichtigsten. Ja, das ist ein Statussymbol, ne? Da Ja, und Mobilität auch, irgendwann. beides. Ja. Also es ist ja, also Statussymbol ginge noch. Du könntest ja das Auto trotzdem auf dem Parkplatz stehen lassen. Ach so, ja. Vor dem Haus. Schön putzen immer. Genau.
bisschen die Straße rauf und runter fahren, einfach nicht mehr am Verkehr Genau. teilnehmen. Ja, stimmt. Sagt auch einer, der so ein Wohnmobil hat, ne? Ich muss die Räder wieder bewegen. Ja, Einmal im Ring fahren und wieder auf den Parkplatz stellen. das Naja, ist auch egal. sowas. Wohnmobile, die stehen ja auch zu häufig rum. Ja, 11 Monate mindestens, ne? Oder die Für. Boote, das ist auch sowas. Also Boot und Wohnmobil ist etwas, das ich niemals besitzen möchte. Ja. Ja, wir haben im letzten Hangout, unserem Stammtisch, haben wir Bea zu Gast gehabt, die sagte, die ist von einem riesen Haus oder Wohnung, weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf 20 Quadratmeter runtergegangen. Und total glücklich. Ist ja auch so ein Ja. Ding, ne? Wahrscheinlich hat sie zum letzten Mal in einem großen Haus gewohnt und ist jetzt auf eine kleinere Einheit runtergegangen. Ne? Ja, das habe ich mir auch gesagt, als ich hier beim Umziehen geholfen habe. Ich möchte nicht mehr zwingend umziehen oder ich möchte einfach meinen Besitz so stark reduzieren, dass ich dann sehr einfach umziehen kann. Oder vorher alles abgeben und dann mit zwei Koffern irgendwo in ein möbliertes Apartment oder in ein Zimmer ziehen. Aber machst Weil, wahrscheinlich doch nicht, ne? ja, Fühlt sich doch Moment, wohl da, wo du jetzt bist, ne? ja, irgendwie eben schon, das ist schon so. Aber der Vorteil ist halt schon, dann hast du wirklich nur noch das, was du trägst, also Klamotten, vielleicht ein paar kleine Dinge, ein Notebook, ein Telefon. Aber ich besitze momentan viele Sachen, die ich brauche, um den Haushalt zu bestreiten. Also alles, was in der Küche ist, alles, was ich zum Putzen brauche. Und eigentlich könntest du, so wie du in den Urlaub fährst, könntest du eigentlich auch leben. Du hast einfach ein möbliertes Apartment, wo alles drin ist. Ja, das gehört dir dann nicht, aber du musst dich dann auch nicht so intensiv darum kümmern, musst es einfach sauber wieder verlassen und kannst dann so monats- oder quartalsweise irgendwo wohnen. Das stelle ich mir schon noch interessant vor. Kann man eine Zeit lang mal machen. Ne? So habe ich ja meine Slow Travel Tour ja im Prinzip geplant, ne, dass ich irgendwo unterkomme oder zentral irgendwie einen Ort habe und dann sternförmig ein paar Leute besuche und dann zum nächsten fahre. Ne? Da dann, ja, war auch so eine Idee, dass man da einfach rumkommt und vielleicht dann auch Leute trifft, die man sonst so nicht trifft. Manchmal zum letzten Mal, man weiß es nicht. Aber ja, ist manchmal so. Ne? Ja. Finde ich eine interessante Idee. Also sie war ja, die Bär war, klang ja total glücklich und sagt, das war eine meiner besten Entscheidungen. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie sie dann nach 2, 3 Monaten erzählt, wie das dann ist. Momentan ist sie sehr zufrieden. Natürlich, wenn du nach langer Dauer des Arbeitens jetzt endlich Zeit hast und nicht mehr arbeiten musst, keine Wohnung mehr hast, und ist wie Urlaub natürlich am Anfang. Es kommt dann erst so nach einem halben Jahr bis ein Jahr, wo du dann irgendwie, also wo es sein kann, dass du dann alles erledigt hast, was du tun musst. Aber eben, wenn du gar keine Wohnung hast. Bei mir habe ich viele Sachen in der Wohnung gemacht oder aufgeräumt oder Dinge unternommen, die ich schon lange machen wollte. Aber wenn du nichts mehr besitzt, dann bist du eigentlich wirklich wie im Urlaub unterwegs und kannst nur noch Erlebnisse machen. Leichtes Gepäck im Ja, weitesten Sinne. ich werde sicher nicht mehr viel anhäufen. Ich werde auch kein Fleisch mehr kaufen, habe ich mir auch überlegt, dass ich das nicht mehr. Oha. Ja, es ist einfach so, dass es. Ja, es hat verschiedene Aspekte. Einerseits ist es gerade das Tierwohl, das ist aber nicht primär, es ist vor allem die Ressourcen, die verwendet werden, um Fleisch herzustellen. Ich habe es nicht extrem gerne, also ich finde es nicht lebensnotwendig, sagen wir so. Also ich würde schon. Ich könnte es schon essen, es ist aber auch relativ teuer. Also außerdem ist jetzt Würste, das habe ich eben auch noch gerne, aber es gibt auch vegane oder vegetarische Würste von dem her. Also auf dieses Gefühl eines Würstchens braten muss ich nicht verzichten. Ja, das ist halt Aber ein einfach. Stück Lebenskraft, ne, was die da von Marketingseite da rein suggerieren, das ist ja eigentlich auch Nee. Quatsch. Ne? Im Grunde ist das eigentlich, naja, wie heute die Qualität ist, oder wie man sie manchmal da kriegt, dann denkst du, heiliger Wimmer, wie viel Chemie ist denn da noch und wie viel Natur ist da noch drin? Ja, das sowieso. Und es Also ist ja auch nicht unbedingt gesund. Also es gibt ja. verschiedene Aspekte. Aus gesundheitlicher Sicht müsste man kein Fleisch essen. Aber das steckt so tief drin irgendwie. Ne? Ja, Also ich habe natürlich, hier das ist. so ein Kilo
Heuschrecken oder ich weiß nicht, was man da als Alternative da machen kann. Ne? Also finde ich jetzt, also ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie schlecht schmeckt. Also es ist einfach nur zack durch und okay, ne? Braucht nur ein Zehntel der Also Ressourcen, falls letztes Mal überhaupt. haben wir einen Insektenburger gegessen. Ja, und? Wobei da war nur etwa 30, 40% Insekten drin. Also es ist nicht, die siehst du nicht mehr, die sind irgendwie verarbeitet und Ja, die Gemüse und krabbeln ja alles auch nicht Mögliche. und sonst was. Nee, Also mein nee. Fleisch ist ja auch Ja. zerhackt. Aber es war sehr gut. Das war überhaupt nicht schlecht. Ja, das ist die Heuschrecken. Zubereitungsart, ne? Dass Ja. es knusprig ist und im Knusprig, Prinzip kannst du. Gewürze, Ja, genau. dann geht das. Heuschrecken wäre mal interessant, die irgendwie selber zu fangen und dann gerade die Frage ist, wie tötet man die korrekt? Zu Tode streicheln. Genau. Ja, es ist, ja, aber da wird noch viel auf uns zukommen. Also ich bin schon der Meinung, dass Fleischessen langfristig nicht mehr, also einfach auch klimatechnisch, dass das nicht mehr so angesehen ist oder einfach, ja, dass der Klimawandel dich oder uns dazu zwingen wird, Alternativen zu finden. Ja, oder das Tierwohl, ne? Also Ja, mir natürlich, wird das auch. regelmäßig schlecht, wenn ich da die Berichte sehe, wie da hier beim Tönnies 25.000 Tiere pro Tag Ja. da durchverwurstet werden, nur damit bei Aldi, ne, das Schnitzel für 2,50 verkauft werden kann oder was, ne? Ja. Nee, das wäre für mich fast der Hauptgrund. Also das, ja. Und ja, schmecken tut es mir auch nicht so besonders gut. Aber so ab und zu mal so ein, wie gesagt, eine Bratwurst finde ich auch noch ganz nett. Oder mal was Geschnetzeltes von der Pute. Aber viel mehr, das muss nicht täglich sein. Und nee, da bin ich schon länger von weg. Ja, ich auch. Also ich habe jetzt mal gesagt, ich kaufe sicher nichts mehr. Und es gibt es natürlich schon ab und zu, dass es Fleisch irgendwo gibt. Dann Ja, kann ich es auch Gott. nicht verhindern. Und tierische Produkte esse ich schon auch so. Käse und so, das ist noch nicht ganz. Ja, Weil da nee, gibt Käse es wird dann. das wird mir schwer fallen. Das wird schwierig, das stimmt. Ja, das ist natürlich schon auch. Aber wenn man konsequent wäre, Ja. weil da die Haltung von gewissen Tieren ist ja auch nicht unbedingt. Schön. Ja, mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Was mir noch in den Sinn kam hier, was man zum letzten Mal tut, das Lied von Rolling Stones. This could be the last time. Ja, man muss es genießen. Genau. I don't know. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Überlegt mal, was ihr zum letzten Mal, zum Zum ersten ersten Mal Mal. gemacht habt und ob ihr auch schon Dinge habt, die ihr zum letzten Mal macht. Und dann genießt es einfach das letzte Mal. Genau. Zum letzten Mal Podcast hören. Genau. Bis nächste Gut, Woche. bis nächste Woche. Tschüss, Ja. Thomas. Tschüss.